Hallo liebe Kinder, wisst ihr, wo ich gerade bin? Ich habe eben mein Büro verlassen und nehme mir eine kleine Auszeit. Leise habe ich mich in das Zimmer unserer Schulsozialarbeiterin geschlichen. Hier ist es nicht nur viel schöner und gemütlicher als bei mir, sondern hier wartet ein richtig guter Freund auf mich, Alvin. Alvin ist unser neuer Schulhund. Ein, wenn ich das so sagen darf, richtig fleißiger sogar. Er ist immer neugierig und will am liebsten die ganze Welt erklärt bekommen. Er ist interessiert für Phänomene aus der Natur, also für die Naturwissenschaften, Biologie, Physik und Chemie. Das ist klar. Er interessiert sich sogar für fremde Sprachen, andere Kulturen und Kunst aus verschiedenen Zeiten. Und sportlich ist er auch. Wenn es euch auch so geht wie Alwin, ist das Adorno-Gymnasium bestimmt eine gute Wahl. Noch seid ihr in der 4. Klasse. Deswegen muss bald eine wichtige Entscheidung getroffen werden. Eine Entscheidung darüber, an welche Schule ihr nach den Sommerferien geht. Viele Fragen gibt es da für euch. Welche Schule passt am besten zu mir? Kann ich sie gut erreichen? Und vor allem, werden meine Freunde auch auf diese Schule gehen? Das ist sicher keine einfache Entscheidung für euch und eure Eltern. Unser Tag der offenen Tür gibt euch einen vielfältigen Einblick in unser Schulleben. Dieser findet allerdings nur digital statt. Setzt euch am Samstag, den 22. Januar, gemeinsam mit euren Eltern einfach vor euer Tablet, Handy oder PC und taucht ein in die Welt unseres Adorno-Gymnasiums. Wir haben spannende Filme für euch vorbereitet. Ich bin mir sicher, es wird euch gefallen. In der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr stehen die Lehrerinnen und Lehrer und ich, der Schulleiter, euren Eltern auch telefonisch zur Verfügung. Klickt am 22. Januar auf unsere Homepage und die digitale Tür wird sich direkt öffnen. Tschüss, bis bald und liebe Grüße von Alwin.